Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars, zu unserer kleinen Mars-Kolonie. Mond wäre ja schön, ja, ja. Beim letzten Mal haben wir unser erstes Kind auf dem Mars bekommen. Der gute alte Galaxy Kosmos. Wo wohnt der eigentlich? Ist der obdachlos? Ach, der wohnt in der Kindertagesstätte. Da ist er. Cable fault reported. Ja, wie alt ist er denn? Das sieht gar nicht so alt aus. Wir haben ganz viele nicht funktionierenden Gebäude, uns fehlen irgendwie Bewohner, wir haben irgendwie ein Riesenproblem. Wir haben hier jetzt eine Farm drin in diesem Gebäude, aber gleichzeitig haben wir hier eine Maschinenteilfabrik und so ein Freiluft. Unsere Kolonisten leiden unter Unterkühlung. Tipp, Kolonisten mit dem Status Erfrieren befinden sich in der Kuppel mit unzureichend Stromversorgung. Oh, oh, oh. Wo fehlt Strom? Produzieren wir zu wenig Strom? Oder ist irgendwas ausgefallen? Ja, Stromverbrauch ist einfach zu hoch. Okay, dann werden wir einfach wieder irgendwas deaktivieren, was Strom verbraucht. Zum Beispiel dich. Dich werden wir einfach deaktivieren. Und ich werde mir einmal deaktivieren. Denn wir müssen erst für Strom sorgen, bevor wir irgendwas machen können. So, jetzt dürfen wir doch genügend Strom haben, oder? Bitte, bitte nicht erfrieren. Bitte nicht erfrieren. Bitte nicht erfrieren. Ich hatte eh vor, eine Notfallstromquelle noch irgendwo hinzumachen. Ja, das Problem ist, wir haben gerade unseren ganzen Strom an der einen selben Stelle. Das ist natürlich nicht gut. Und deswegen wollte ich sowieso nochmal irgendwo eine zweite Fläche hinmachen, wo wir Strom herbekommen. Für den, genau, für solche Fälle halt. Falls mal alles ausfällt. Okay, perfekt. Sie erfrieren nicht mehr. Es war irgendwo ein Kabelbruch. Aber ich wollte sowieso so ein Backup-Ding machen. Okay. Es geht alles kaputt. Schalten wir das dann wieder an. 5 Strom können wir uns erlauben. Die anderen Sachen lassen wir mal aus, aber wir brauchen Metall für alles Mögliche. Ist das Problem. So, das andere Problem, was wir haben hier überall Abfälle rumliegen. Und ich weiß nicht, wie wir diese Abfälle loswerden. Ich habe hier hinten schon Depots gemacht. Das kann man mit dem Lager, kann man so Abfalldepots machen. Aber wie werde ich das, kann ich die, was passiert, wenn ich das hier abreißen will? Liegt das dann einfach plötzlich auf dem Boden rum? Ich mache einfach mal Play, ich will das ausprobieren. 3, 2, 1, Peng. Ja, jetzt liegen die da einfach rum. Hm, auch nicht besser. Machen wir halt hier noch mehr hin. Aber die müssen wir irgendwann wieder loswerden. Das ist halt das Ding. Das ist halt richtig blöd. Okay, machen wir wieder Play. So, okay. Wo war ich gerade dran? Ich habe das Ding hier ausgeschaltet, weil das irgendwie nichts bringt. Das Gebäude wurde abgeschaltet. Wir können ja gerade nochmal wegen der Nahrung gucken. Also, das Feld. Wir kriegen innerhalb von 2 Solls 14 davon. Crop failure reported. Oh. Okay, oder wir kriegen nichts. Und hier kriegen wir... Naja, vielleicht, wenn wir mehr Arbeiter haben, ist die Sache. Wir haben ja so viel Nahrung hier lagern. Eigentlich könnten wir es riskieren. Ich bestelle noch eine weitere Rakete. Eine Passagierrakete. So, starten. Trotzdem starten. Denn wir können ja mittlerweile, Gott sei Dank, mehr Wohnraum schaffen. Auch wenn wir gerade Stromprobleme haben. Wir haben jetzt neue Solardinger. Und zwar hier. Wir haben jetzt die Apartments, ist das Gute. Und ich werde es jetzt riskieren. Ich baue das hier ab. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht verhungern. Aber ich brauche... Mein größtes Problem ist gerade, dass ich mir einen Wohnraum hier brauche. Und deswegen löschen wir das. So, und dann schaffen wir hier mehr Wohnräume. Apartments. Zack. Und dann hoffen wir, dass wir über die Pilzfarm genügend Essen dann reinbekommen. 1,5 pro Tag ist eigentlich eine gute Menge. Plus 1,2. Die ganze Kuppel hier benutzt 3. Dann hätten wir das fast abgedeckt. In der Theorie bräuchten wir halt noch viel mehr. Wir brauchen so viel mehr Strom. Aber ich habe kein Geld mehr, um Sachen von der Erde zu holen. Wir haben vielleicht Geld, wenn wir hier mit diesen ganzen Edelmetallen... Wir fördern hier ja echt viele... Oh, obwohl so viele fördern wir gar nicht. Das ist ein Ingenieur. Der will natürlich nicht da arbeiten. Das ist ein Problem. Aber wir haben jetzt hier eigentlich Wohnräume. Heißt, ich kann dich hier arbeiten lassen. Denn da brauchen wir auf jeden Fall Arbeiter. Denn wir brauchen richtig viel von dem Zeug. Okay, wir haben jetzt schon Power-Probleme. Okay, wir landen die Rakete hier oben, damit die da hinten einziehen. Wie viel Platz haben wir da? Wir haben da echt viel Platz. Okay, wir müssen das jetzt nur in den Griff bekommen. Im Prinzip, wenn wir eine anständige Versorgung mit Metallrädern bekommen, mit Maschinenteilen, dann haben wir auch überhaupt kein Power-Problem. Das ist das Gute. Aber dafür muss ich erstmal... Naja, müssen wir eine Windradflotte bauen. Eine Windradflotte zu bauen ist kein Problem, aber die dann auch im Unterhalt irgendwie hinzubekommen, ist dann schon problematischer. So, okay, dann bauen wir die einfach auf, in der Hoffnung, dass wir dadurch jetzt unser Power-Problem regeln, weil
Ansonsten ist es echt problematisch. Tagsüber haben wir Strom, nachts nicht, ist das Problem. So, die neuen Bewohner sind da. Die Nahrung wird auch darüber geliefert. Jetzt muss nur irgendjemand noch hier die Kabel bauen, damit unsere neuen Sachen hier auch was bringen. Ah, okay. So, wie ist unsere Stromleistung jetzt? Immer noch nicht hoch genug. Wie schnell stellen wir die hierher? Ah, dafür bräuchte ich mir noch mehr Ingenieure. Oder Leute ohne Spezialisierung. Das ist, glaube ich, blöd, dass ich Leute ohne Spezialisierung nicht hergeholt habe. So, wie geht's unserem Kind? Ja, jetzt brauchen wir langsam eine Schule. Aber ich habe hier jetzt ein Wohngebäude hingebaut. Wenn ich das hier abreiße, haben wir gar nichts mehr zur Unterhaltung. Ich glaube, dann werde ich eine Schule hier drüben hinbauen, in der Kindertagesstätte. Dann werden alle Kinder hier rüberziehen müssen. Und ich muss die Polymerfabrik auf jeden Fall wieder anwerfen. Und da müssen auch unbedingt Leute arbeiten. Wissenschaftler wollen da arbeiten. Da kann ich irgendwo die Bilanz angucken. Hier, oder? Nahrung. Nahrungsproduktion sind gerade 5, aber wir brauchen 6. Heißt, wir müssten hier noch neue Leute irgendwie reinbekommen. Und wir haben jetzt schon wieder zu wenig Strom. Dann bauen wir einfach noch viel mehr Windräder. Wir dürfen nur keine Kabel bauen, weil wir einfach kein Metall mehr haben. Irgendwie traurig, aber so ist das halt. Da kann man nichts machen. Aber davon dürfen wir genügend haben. Wir müssen ja eigentlich nur... Was? Das wird nicht abgeholt? Täglich Produktion? Hä? Das ist eigentlich das Symbol. Inaktive Arbeitsschicht. Dass da Zeug abgeholt werden soll, aber wir haben hier gespeicherte 0. Merkwürdig. Jetzt, da die wichtigste Phase der Mission hinter uns liegt, sind wir der Meinung, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, uns auf die Missionsbewertungsziele zu konzentrieren. Effekt, du hast 48 Solls, um ein Bewertungsziel zu erreichen. Ziel verfüge über 40 erforschte Technologien bis Soll 100, aktuell erforscht 19. Ach ja, ja, gut, dann brauche ich immer noch mehr Menschen. Ich brauche immer noch mehr Menschen dafür. Heißt, ich... Aber ich habe keinen Strom. Ich habe Stromprobleme. Ich kann gerade keine Menschen herholen. Die sterben doch alle. Okay, das Gebäude ist fertig. Dann lassen wir die mal alle umziehen. Ins neue Gebäude. Dann reißen wir das Gebäude dann ab, sobald hier keiner mehr drin wohnt. Genau. Weg damit. Dann brauchen wir hier noch eine Kindertagesstätte. Hier sind irgendwie überall keine Leute eingestellt. Das ist jetzt mittlerweile unser Problem. Da arbeitet irgendwie generell keiner. Und dann bauen wir hier... Ein Spielplatz für Kinder. Eine Kindertagesstätte, damit die Kinder da wohnen können. Packen wir in die Mitte einen kleinen Garten. Packen hier noch ein Kunstding hin. Ja, komm, machen wir. So, und dann möchte ich jetzt mal gucken. Wir gucken jetzt auf unser Geld. Also, wir haben gerade 6,9 Millionen. Und ich habe hier eine Rakete, in der ist 9 von dem Material. Wir schicken die jetzt zurück. Okay. Und dann sehen wir mal, wie viel Zeug wir dafür bekommen. Okay, dann können wir hier... Die Kinder umziehen. Du ziehst um in diese Kindertagesstätte. Und du ziehst ebenfalls um in diese Kindertagesstätte. Und es ist 3. Da ist ein Kind. Ja. Und der dritte, keine Ahnung. Aber hier wohnt nichts mehr drin. Heißt, den können wir jetzt verschrotten. Okidoki. Die Metallproduktion geht anscheinend auch wieder ganz lang. Warum arbeiten? Warum? Hallo? Wo sind meine ganzen Geologen hin? Aber wir warten erstmal, bis die Rakete jetzt da drüben angekommen ist. Stromknappheit ist immer noch. Die Dinger werden immer noch repariert. Unsere Forschung ist auch ein bisschen höher, dadurch, dass wir jetzt hier Wissenschaftler haben, die angestellt sind. Und es ist doch eigentlich alles auf dem richtigen Weg. Geldmittel. So, genau. Wir waren bei 6,9. Ah. Also das sind Millionen, was wir hier bekommen haben. Und das da sind Milliarden. Alles klar. Aber Menschen können wir irgendwie umsonst holen. Die Passagierraketen kosten uns nichts. So, Spezialisierung. Nehmen wir auch gerne Leute ohne. Also eigentlich kann ich das alles wegmachen. Starten. So, und in der Zwischenzeit, während die ankommen, ich habe anscheinend genügend Arbeitsplätze, das ist schon mal ganz gut, haben wir jetzt hier einen neuen freien Platz. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da platzieren soll. Ich könnte einfach so einen See hier hinpacken. Ich meine, das macht die Leute bestimmt auch glücklich. Ach, und ich sehe gerade so einen kleinen Brunnen und einen kleinen Garten. Den kann ich immer... Zum Beispiel auch hier dazwischen packen. Und es lockert die Leute schon ein bisschen auf. So, okay. Und dann haben wir unsere neuen Menschen. Ich lande die einfach mal wieder hier. Und dann hoffen wir, dass die ihr Zeug tun. Ihr Zeug beitragen. Und am besten alle
schön hart im Metalldings arbeiten. So, warte, wie geht's denn seelisch, ist die Frage. Oh Gott, hier muss unbedingt gewartet werden. Erstmal nach oben stufen. So, hier drin muss unbedingt gearbeitet werden. Ich hoffe, wir haben hier jetzt ganz viele begeisterte Geologen, die unbedingt in den Metallminen schuften wollen. Oder Leute ohne Spezialisierung. Damit komme ich auch klar. Na, dann haben wir hier vier. Ja, das passt perfekt. Dann dürfen wir doch jetzt endlich genug davon herstellen können. Dann haben wir jetzt auch mehr Strom im Netz. Aktueller Verbrauch, stündlicher Verbrauch, maximaler Verbrauch, stimmen halbwegs. Die ganzen Sachen müssen gewartet werden, weil wir kein Metall haben. Aber das kommt ja jetzt hoffentlich. Die Metallherstellung von den Zahnrädern läuft auch wieder an. Und dann hoffen wir einfach, dass das passt. So, jetzt ist natürlich das nächste Problem die Nahrung. Wir brauchen noch eine dritte Pilzfarm, wenn ich das richtig verstehe. Bedeutet, ja, wir packen die einfach hier hin. Nahrungsproduktion, Nahrungsverbrauch passt eigentlich gerade. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Vor allem, ich frage mich halt, wie das sein kann, dass wir gratis Raketen hin und her fliegen können. Ich meine, wir verbrauchen immer mega... Also, ich meine, ja, von hier ist es ja klar. Außer wir... Ach, tanken wir vielleicht genügend Treibstoff für die Hin- und Rückreise? Das könnte natürlich sein. Was wir jetzt halt noch machen sollten, wäre... Meteor incoming. Erstmal den Meteor überleben. Oh, das ist nicht gut. Aber unsere fleißigen Roboter... Oh nein, wir haben dadurch Metall verloren, oder? Ah, ich habe hier außenrum ja auch noch eine Route. Das ist nicht schlimm. Gott sei Dank habe ich das so gebaut. Wollt ihr das reparieren oder stehe lieber nur auf der Stelle rum oder liegt es daran, dass wir kein Metall haben? Also das hätte halt echt hohe Priorität. Die Meteoren, das sind ja echt gefährlich. Was ich noch sagen wollte, wir stellen mal die Geschwindigkeit auf 1. Ich werde was riskieren. Ich werde das jetzt hier abreißen. Weg damit. So, dadurch haben wir jetzt natürlich Obdachlose. Allerdings muss das sein, denn ich möchte das andere Wohngebäude bauen. Ihr müsst es schnell wegmachen, damit unsere Leute nicht ausrasten. Die sind nämlich bestimmt ultra unglücklich. Aber einen Tag werden die schon aushalten. Ich meine, wir werden das hier hoffentlich jetzt ultra schnell bauen. Weil für was brauchen wir ein kleines Wohngebäude? Priorität ist auf ganz oben. Und für das Ding brauchen wir auch nur... Oh, wir haben keine Polymere. Oder liegen die Polymere jetzt da rum? Da drin liegen Polymere. Ich hoffe, das reicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind. Verdammt. Ich habe jetzt Obdachlose, oder? Ich habe 12 Obdachlose. Aber die können eigentlich hier rüberziehen. Ich werde mir eine Rakete holen. So, starten. Nein. Wir stellen doch so gut wie keine her. Das ist richtig dumm. Das verbraucht Treibstoff. Treibstoff haben wir genug, aber ich brauche unbedingt irgendwie Leute hier drüben drin. Naja, unsere Rakete ist ja schon da. Lassen wir die einfach landen. Dann haben wir ja das Zeug, um das zu bauen. Oh, wie dumm. Haben wir mittlerweile genügend Strom? Ja, wir haben genügend Strom auf jeden Fall. Das ist doch immerhin etwas. Los, meine Polygonen. Die kleinen Roboter freuen sich. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Zeug loswerde. Ich weiß auch gerade in der Forschung nicht. Ich würde gerne viel mehr forschen. Aber irgendwie brauche ich jetzt, habe ich Polymerprobleme plötzlich. Ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Probleme. Und der Obdachlose, also der Arbeiter, der einzige Arbeiter hier, den habe ich obdachlos gemacht, den Arm. Es tut mir leid. Aber wir haben das hier jetzt auch gleich fertig. Und dann wird alles wieder gut. Dann kriegst du wieder ein Zuhause, dann kriegt ihr alle ein Zuhause. Ich habe ja nur... 3 Obdachlose. Oh, okay. Research complete. Gut, Research complete. Was haben wir jetzt, was ist die nächste Möglichkeit, was wir erforschen können? Farmen erhöhen den Komfort aller Wohnräume. Nee, das ist jetzt nicht das mega gute. Ich möchte Windrad-Upgrade. Polymer-Rotorblätter erhöht. Oh, ja, das ist richtig gut, weil wir so viel Stromnetzsachen haben. Okay, gut. Ich brauche mehr Einwohner. Heißt, wir holen neue Leute mit einer Passagierrakete her. Starten wir. Wir haben ja jetzt genügend Wohnplätze durch das neue Ding. Hier drüben sind die... Haben auch alle einen Job? Freie Arbeit? Ja, hier haben auch alle einen freien Job. Hier haben wir jetzt auch genügend Wohngebäude. Hier haben wir auch Kinder. Gesamtabsolventen, Eigenschaften. Was kann ich hier machen? Wähle Eigenschaft aus, die durch dieses Gebäude beeinflusst werden. Ah, gelassen, Nerd und Überlebenskünstler wird gerade ausgebildet. Und ich kann hier Nerd, gelassen, Enthusiasmus, Religion und Überlebenskünstler machen. Okay, das ist in Ordnung. Und warum schuftet keiner in den Minen?
wieder, wie ich das verstehe. Die arbeiten alle auf der Farm. Sektor scanned. Ich glaube, ich schalte die eine Farm ab, weil wir haben mehr als genug Nahrung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Heißt, sie müssen sich andere Arbeit suchen. So, okay, dann holen wir unsere nächste Rakete. Wir haben ja so viele. Und dann kriegen wir jetzt noch mehr Arbeitende und dann hoffe ich doch, dass wir alle Arbeitsplätze mal gefüllt bekommen. Los, meine kleinen Menschen. Da sind sie. Fangt an zu wohnen und zu arbeiten. Hier haben wir keine Wohnplätze mehr. Okay, die Kuppel hier ist voll. Freie Arbeitsplätze haben wir 18. Und freie Arbeitsplätze haben wir hier 26. Aber die ziehen ja alle gerade erst ein. Die sind ja noch nicht eingezogen. Die zählen ja noch nicht. Die gucken sich jetzt erstmal um, denken, wowie. Hier ist ja ganz schön... Okay. Er konnte nicht einkaufen. Ach, weil das nicht geöffnet hatte. Ja, warten wir erstmal auf die Arbeitsschichten. Aber jetzt wenigstens Wissenschaftler genügend. Warte, ich öffne mal alle Arbeitsschichten, dass hier so viele wie möglich arbeiten können. Und wir machen bei den ganzen Freizeitdingern, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, immer die Abendschicht an. Okay, unser Metall füllt sich auf. Unser Dings hier ist auch im positiven Bereich, auch wenn wir nicht wirklich insgesamt richtig viel haben. Okay, bedeutet eigentlich, wir könnten eine weitere Kuppel bauen. Ich würde nämlich gerne hier, glaube ich, irgendwo meine Kuppel hinsetzen. Und dann würde ich nämlich gerne darüber herausfinden, wenn die sich so berühren, können die dann dazwischen hin und her pendeln? Das würde mich halt ultra interessieren. Weil eigentlich habe ich gedacht, das wäre immer möglich. Wir wären aber halt nicht in der Nähe von Abbaudingern. Hier wäre natürlich irgendwo, würde es hier irgendwo hinpassen. Zum Beispiel hierhin würde man das hier abbauen. Was ist denn das? Kann man die loswerden? Nö. Obwohl, machen wir das. Denn dann können wir, glaube ich, hier ist immer noch genau ein Platz für eins. Warte, wir gucken mal. Passt hier noch irgendwo ein Metallextraktor? Nee. Dann brechen wir das doch ab. So, wenn wir es so machen, dürfte noch ein Metallextraktor hinpassen. Ja, hier passen die überall hin. Sehr gut. Okay, und dann haben wir hier das auch im Bereich. Wir berühren das irgendwie. Vielleicht geht das ja wirklich klar, wenn wir das so machen. So. Okay. Gut, dann ist die im Bau. Wie viele Polymere haben wir jetzt noch? Haben wir jetzt wieder alle verbraucht? Nee, da sind sie. Und wir produzieren ja jetzt auch welche. Also wir brauchen im Neuen dann direkt irgendwann neue Wohnräume. Beton haben wir anscheinend auch auf Lager. Das Einzige ist natürlich wieder das Metall. Aber ich hoffe einfach, dass wir das in den Griff bekommen. Ja, wir brauchen jetzt hier eigentlich nur mehr Wohnorte. Oh, wir haben eine neue Forschung. Mars Crowdfunding. Erhalte einmalige Geldmittel und... Was? Ist das Milliarden? Ist das jetzt Milliarden oder Millionen? Ach so. Das ist Deutsch. Ach so, jetzt verstehe ich es erst um Geld. Ich habe immer gedacht, das wäre eine englische Angabe. Das ist ja eh so bescheuert. Also das ist irgendwie, im Englischen ist ja ein Punkt ein Komma und im Deutschen ein Komma ein Punkt, wenn man es umgekehrt sehen will. Ich habe gedacht, es wäre ein Komma. Aber das ist kein Komma, das ist einfach nur Deutsch. Eine deutsche Angabe heißt 5 Milliarden 605 Millionen. Ah, und damit würden wir eine Milliarde bekommen. Ach so, oh, bin ich dumm. Ach Mann. Ja, das bringt mir nicht so viel. Ich will bei Sozial eher andere Sachen erforschen. Ja gut, dann gehen wir weiter hier in Ingenieurskunst rein. Denn ich möchte noch größere Wohngebäude. Das ist eigentlich mein Hauptwunsch gerade. Und wir können ja mit dem ferngesteuerten Erkunder auch mal wieder hier oben zum Beispiel die ganzen Sachen erkunden, denn die geben ja auch als Punkte. Vielleicht finden wir dadurch was Krasses raus, wie zum Beispiel, wie wir die Steine hier loswerden. Ich würde echt gerne wissen, was wir mit den Steinen machen können. Durchbruch entdeckt, Superpilz. Hä? Ein Superpilz habe ich entdeckt? Hier unten ein Durchbruch. Upgrade für Pilzfarm. Superpilz. Die Produktion sowie der Sauerstoffverbrauch werden erhöht. Oh, nice. Ja, dann erforschen wir doch das. Das haben wir durch die Anomalie da oben bekommen, oder? Heißt, es hat sich eigentlich gelohnt. Wo ist unser Erforscher, ferngesteuerter Erkunder? Der hat jetzt halt auch wieder Stromprobleme, das ist das Problem. Ja gut, dann gehen wir den erstmal auftanken und dann gehen wir das nächste. Dann, warum mache ich das nicht die ganze Zeit? Oh, und es ist fertig. Sehr gut. Wir haben hier schon Wasser, Nahrung. Ah, das Nahrungslager ist nicht in der Reichweite, das ist das Problem. Ja, dann packen wir hier einfach noch ein zweites Lager hin. Ich hoffe, das ist... Ja, ist noch in der Reichweite davon, Gott sei Dank.
Und hoffen wir einfach, dass da auch was drauf gelagert wird. Ja, da wird direkt Essen gebracht. Perfekt. Gut, dann brauchen wir hier drauf zweimal Apartments. Zack. Dann eine Weltraumbar. Ganz einfach, weil das anscheinend das Beste für die Leute ist. Eine Krankenstation, Lebensmittelgeschäft und eine Kunstwerkstatt. Mehr brauche ich nicht, oder? Das ist quasi dasselbe wie das von denen hier drüben. Genau. Dann packe ich hier noch einen kleinen Garten in die Mitte. Baue noch so ein drittes Apartment. Okay, aber dann sollte ich da, glaube ich, echt noch irgendwas zum Vergnügen reinmachen, oder? Ja, und so blöd es auch klingt, anscheinend ist ein Casino ultra gut. Warum auch immer. Für die Menschen. Deswegen bauen wir noch ein Casino. Drei Wohnsiedlungen, ein Casino, das ganze Standardzeug. Das dürfte eigentlich passen. Oh, wir haben unseren Durchbruch fertig. Gut, dann haben wir auch Schließen. Wir haben das mit den Windrädern erforscht. Kann ich die jetzt upgraden irgendwie oder muss ich jetzt die neuen bauen? Wenn ich neue bauen müsste, wäre das ja echt traurig. Oder produzieren die jetzt einfach mehr? Plus 33% Produktion. Heißt eigentlich, in der Theorie, dürfte ich jetzt auch keine Stromprobleme haben. Aber doch, ich habe Stromprobleme. Also hat es gar nicht so mega viel gebracht. Schade. Bedeutet, ich muss meine Windradarmee weiter ausbauen. Was? Aber woran? Selbstmord. Niedrige Besinnung. Hä? Ich habe gedacht, den geht. Warum sinkt die Besinnung? Nein. Hier sinkt sie. Wenn Moral innerhalb der Kuppel zu niedrig ist, bekommen Abtrünnige zum Vorschein. Ja, aber der hatte ja, das war ja Selbstmord. Okay, jetzt habe ich doch Bedenken. Soll ich hier das da vielleicht... Warte, an was mangelt es euch denn? Gaming, Einkauf, Trinken. Aber ihr könnt doch einkaufen. Ich habe da doch einen Shop. Oder hat der zu selten geöffnet? Dann machen wir alle Öffnungszeiten wieder auf, okay? Dann reißen wir das doofe Ding hier ab und ersetzen das durch irgendwas anderes. Durch irgendwas, was mehr Spaß für die anscheinend bringt. Komm, dann gibt es hier halt auch eine Weltraumbar. Anscheinend ist das ja das Wichtigste, warum auch immer. Ich hoffe nur, ich habe genügend Polymere und alles, was da gebraucht wird. Ach, da wird Metall gebraucht für die Bar. Ach, die Betondinger produzieren nichts mehr, weil das vollkommen aufgebraucht ist. Ach, das kann passieren. Krass. Na gut, dann machen wir einen neuen Betonextraktor. Und der ja, muss ja dann mehr oder... Also muss ja abgerissen werden. A colonist has died. Warum? Warum? Warum sterben die? Warum bringen die sich um? Weil das keine Bar gibt? Ich baue gerade eine Bar. Ach, die braucht ein bisschen. Ich habe keinen Beton und ich habe keinen Beton, weil... Ach, nein. Immerhin passiert das alles in derselben Kuppel. Ach, denen geht's allen nicht gut. Meine ganzen Geologen werden krank, arbeiten während der Nachtstunden. Ah, hat außerhalb der Kuppel gearbeitet. Ach so, nachts ist nicht gut. Ja gut, dann machen wir die Nachtschichten aus, wenn es die Leute krank macht. Ja, Leute, irgendwie haben wir Ultra-Probleme. Ich brauche eine Frachtrakete. Starten. Die Leute wollen einfach nicht außerhalb der Kuppel arbeiten. Und das macht die krank. A colonist has died. Noch einer hat sich umgebracht. Ja, die müssen außerhalb arbeiten. Sonst kriege ich keine Metalle. Und wenn ich keine Metalle bekomme, ist alles schrecklich. Und jetzt sind alle traurig, weil es nichts mehr gibt. Hier habe ich das abgerissen, da habe ich das abgerissen. Und ich kann es nicht reparieren. Weil ich kein Metall habe, weil ich kein Beton habe, weil ich kein Metall habe. Weil die sich aufgebraucht haben. Das ist einfach die Hölle. Hört auf! Es wird besser! Was soll ich tun? Bringen die sich jetzt alle nacheinander um, weil die gegenseitig umeinander trauern? Kann ich irgendwas tun? Kann ich lernen, wie ich den Stirling-Generator mache? Das ist eigentlich praktisch. Was kann ich hier lernen? Intelligente Wohnhäuser, die helfen. Das erforschen wir. Guck mal, denen geht's gut. Meine Kuppel hat einen Fehler. Ach so, weil die einmal... Die hat einen Fehler! Warum wird die nicht repariert? Ach, weil ich keinen Beton habe. Es ist so schrecklich! Hier, die Rettung kommt mit dieser Rakete. Lande irgendwo, schnell. Die Kuppel hat einen Fehler, deswegen sind alle... Oh Gott, die ganzen Kuppeln haben einen Fehler. Die hat auch einen Fehler. Reparier mal die Kuppel da drüben. Das macht alle noch unglücklicher, als sie sowieso sind. Selbst die glücklichen Menschen werden dadurch unglücklich. Okay, wir haben jetzt unser Casino. Nee, unsere Bar da. Ich hoffe, die macht die Leute glücklicher. Hier sind ja gar nicht so unglücklich. Oh, okay. Ich hole jetzt einfach Menschen her. In der Hoffnung, dass alles stimmt. Wenn nicht alles stimmt, dann ist schlecht. Zwar will ich hauptsächlich Geologen jetzt erstmal haben. Geologen und Ingenieure starten.
Aber ob all unsere Kolonisten sich selbst umbringen oder nicht, erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Rakete ist was da mit den neuen Kolonisten. Ich hoffe, die überleben da. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal was umbauen, was sich alle umbringen wollen. Wir kriegen vielleicht die intelligenten Wohnhäuser dann auch. Hier Komfort für Bewohner. Bewohner regenerieren Besonnenheit, solange sie sich ausruhen. Das ist doch sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.